alle Jahre wieder verwandelt sich der Goldhügel hier in Apfelberg in ein wunderbares Adventdorf, um auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen, Weihnachten. Natürlich werden heute wieder tolle Musikdarbietungen gezeigt, aber vor allem steht der karitative Zweck im Mittelpunkt. Man unterstützt mit den Spenden die steirische Kinderkrebshilfe. Wir sind natürlich wie alle Jahre mit dabei. Ja, Weihnachten ist einmal natürlich das Fest der Familie. Weihnachten ist ja auch ein besonderes Traditionsfest und hat natürlich auch sehr viele Stimmungsbilder. Und es ist für mich immer wieder eine Freude. Und wenn auch hier Initiativen wie in Apfelberg gestartet werden, wo man auch Gruppen unserer Gesellschaft, die benachteiligt sind oder krank oder in diesem Fall Kinderkrebssituationen sind, unterstützt, ist das, glaube ich, ein ganz starkes und ein wunderbares Weihnachtssignal. Bring dein Vielfalt ins Knie mit der Opferbrand. Jedes Mal, wenn ich hier herunten bin, kommt so richtig die vorweihnachtliche Zeit in mir auf und das ist wirklich ein Fixpunkt für mich geworden. Ja, wir unterstützen das eigentlich vom Anfang an, seit dem Jahre 2008. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie der Franz Waldauer zu uns gekommen ist, das Projekt vorgestellt hat, wo wir eigentlich wirklich spontan und schnell gesagt haben, da müssen wir finanziell eine Unterstützung geben. Und wenn man das Leid dieser Kinder, dieser Familien, dieser Angehörigen sieht und zu hören bekommt, so muss man einfach hier finanziell unterstützen. Das ist das Mindeste, was man eigentlich hier tun kann. Ach, wenn dieser Leuchten mal hier in der Luft, da scheine die goldene Sonne, sie drum und auch hoffen, sie's keiner verloren, auf Frieden und durch sein Vertrauen, sie drum und auch hoffen, sie's keiner. Es ist mittlerweile zu einem Fixpunkt geworden. Alle Jahre trifft man sich am Goldhügel in Apfelberg. Ich glaube, du bist heuer das erste Mal da. Ja, muss ich gestehen, das erste Mal da. Ich bin fasziniert von der Kulisse und wirklich großartig begeistert. Wenn man jetzt ein bisschen so in die Zukunft blickt, Apfelberg und Knittelfeld, ihr seid ja dann irgendwann einmal eine große Familie, oder? Ja, genau so ist es. Und dieses Wort Zukunft hat für mich heute besondere Bedeutung, weil nämlich heute ein lieber Freund und Wegbegleiter von mir verstorben ist. Und da bekommt dieses Heute, Hier und Jetzt Bedeutung, das Wort Zukunft Bedeutung. Und somit wünsche ich eigentlich allen dieses Quäntchen Glück und Gesundheit für die Zukunft, damit wir gemeinsam in diese gehen können. So, dass man gerade in dieser Zeit, wo es uns allen so gut geht, noch mehr die Herzen öffnen sollte und gar nicht oft denkt, dass in der Nachbarschaft es Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Wie viele Fälle gibt es da wirklich in der unmittelbaren Region? Leider sehr viele und immer mehr. Und es trifft speziell die Kinder. Armut trifft unsere Kinder und sie werden es nicht glauben. Meine Großmutter hat mir immer erzählt, dass 1920 in diesen Jahren es die größte Freude für Kinder war, einen Christbaum zu haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es war auch heuer ein Fall, wo eine Großmutter nur um Lebensmittelgutscheine kommt und wir konnten ihr dann ein bisschen mehr geben. Und sie hat uns dann mit feuchten Augen erzählt, dass sie für ihren Enkelsohn heuer einen Christbaum richten wird. Und das berührt mich schon sehr, wenn ich denke, wir schreiben 2013 und der Christbaum ist dann die größte Freude. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir diese Spenden, die über das Sponsoring oder auch über diese vielen Eintritte, die heute hereinkommen, dass wir die dann hoffentlich gerecht verteilen dürfen. Herr Waldauer, alles hat mit einer Idee begonnen. Ich glaube, mittlerweile vor 5 Jahren, 2008, glaube ich, war es das erste Mal, dass sich der Goldhügel in ein wunderbares Adventdorf verwandelt hat. Mittlerweile ist es ein Fixpunkt im Advent geworden. Wie stolz macht Sie das? Ja, es macht es schon stolz, also vor allem für den Verein eigentlich. Ja, wir haben 2008 begonnen, ja, das war so
Ich habe einfach gesagt, wir haben eine schöne Natur hier und ich wollte das öffnen eigentlich für einen guten Zweck. Und so ist das erste Adventsingen zustande gekommen. Wir haben sehr viele arme, schwerkranke Kinder in der Region, denen es auch finanziell nicht gut geht, den Familien. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben einen Großteil also der steirischen Kinderkrebshilfe und auch natürlich unsere Region für die armen Kinder. Und das erfüllt uns schon mit Stolz, muss ich schon sagen. Ja, das ist unsere größte Freude, wenn wir sagen können, wir können sehr viel spenden.